Hallo und herzlich willkommen zurück zur Mass Effect 1. Und wir spielen weiter und wir haben das Tor geöffnet beim letzten Mal und versuchen jetzt hier weiterkommen. Wir haben die Flux sozusagen deaktiviert, damit die Normandie hier in die Nähe kommen kann. Da ist sie. Ja, dann fahren wir hinterher. Und machen den Kleinkram noch weg, der hier auf dem Weg liegt. Okay, ein bisschen Kleinkram ist hier noch. Müssen wir die Tür auch nochmal irgendwie aufmachen? Machen wir. Die muss ja hier irgendwo oben. Falsche Tante getroffen. So. Kommst da hinten und guck, was da drin ist in der Kiste. Gut. Ja! Mit denen habe ich nicht mehr gerechnet. Oder noch einer. Das war's. Wir sollten jetzt keine Probleme mehr haben, das Camp zu erreichen. Das hoffe ich. Bin mal gespannt, was mit den Leuten da passiert ist, mit den Spionen vom Rad. Denn früher hat man diese Treppen, seht ihr das? Man könnte denken, das sind richtig, richtig gut gebaute Treppen, aber das sind einfach, ist einfach nur eine gerade Fläche, ne? Und schon mit verschiedenen Tricks gearbeitet damals. So. Weiter geht's. Commander, die Normandie ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Was? Warum? Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Gott, ich bin jetzt schon wieder für ein Problem. Da ist das salarianische Camp. So. Mal gucken. Was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Was ist hier los? Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Machen Sie Witze? Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Sorry, sie kommen nicht. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und, was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Saren? Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Geld sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Was macht er denn hier? Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Genophage? Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems.
Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer Folgen sahen. Wir müssen das stoppen. Die Gates sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird auf mich hören. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Reden wir mit Rex. Kann ihn ja verstehen, ne? Hallöchen. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Erschießen Sie Rex. Wir können darüber reden. Beruhigen Sie sich. Ashley soll Rex töten. Was machen wir? Er hat ja recht, ne? Auf der einen Seite, also muss man kurz diskutieren. Auf der einen Seite hat er wirklich recht. Auf der anderen Seite... Bitte, Rex, wir können darüber reden. Kein Gerede mehr, Shepard. Ich muss das auf meine Weise machen. Oh. Sie hat ihn erschossen. Das sehe ich anders, mein Freund. Alter! Die ist mal eiskalt. Warum zum Teufel haben Sie das getan? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Tut mir leid, Sir. Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass er sie verletzen könnte. Oder Schlimmeres. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Tun Sie das nie wieder. Verstanden? Verstanden. Was zum... Haben Sie ihn getötet, Chief? Besser sein Leben als das des Commanders. Ja, vermutlich. Oh Mann, oh Mann, Mann. Hier ist was los. Garrus, wo wir gemeint sind, Zelten? Ne, da war das nicht. Wer war das, mit dem man reden konnte wegen Vorräten? Ich glaube, ich in dem anderen, ne? Das andere Zelt? Ah ja. Hier ist Kali. Da. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kirahi. Was können Sie mir anbieten? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Echt viel Geld, ne? Aber eigentlich brauchen wir...
So. Gut, jetzt gehen wir reden mit ihm und dann machen wir uns auf den Weg zur Mission. Tut mir leid, dass man mit dem Kroganer nicht vernünftig reden konnte. Soll ich mich einsetzen, dass seine Bestattung vom Rat übernommen wird? Oder sollen wir seine Leiche einfach in den Sumpf werfen? Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen. Wir schulden ihm ein anständiges Begräbnis. Sie haben einen seltsamen Ehrenkodex, Commander Shepard. Aber ich werde alles Nötige veranlassen für den Fall, dass wir den Angriff auf Sarens Basis überleben. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben? Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Natürlich müssen wir das. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Sie verlangen einiges. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle. Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Okay, wir schicken Ashley mit. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut macht. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Naja, ich glaube, ich würde sie eher opfern als ihn. Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht, es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht, wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Wupp, wupp. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Ich bin gespannt, wie das so aufgeht. Okay, wir nehmen mit. Die beiden sind ja außer Order, dann machen wir... Also ich nehme ihn auf jeden Fall mit.
Und diesmal nehmen wir dann nochmal Garus mit. Yep. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Yep. Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Okay, wir müssen einmal kurz die Ausrüstung checken. Also meine Ausrüstung nicht, aber die von Garus. Der kann nämlich was anderes, obwohl. Ne. Garus kriegt die. Bam. Garus kriegt die. Garus braucht die nicht. Bringt nicht so viel. Die Quanzi, die Mittelschwere hier. Perfekt. Bam. Sieht mal damit cool aus, oder? Wie sieht's denn mit dem anderen aus? Hab ich ihn auch noch eine Rüstung? Da kann man eine alte Assassinenrüstung bekommen. Die hilft ja auch. Gut. Speichern und los geht's. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Chief Williams mit dem Eagle-Team. Manoval, J2-Team, los! Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Ja, er steht ja dahinter. Wie soll man ihn denn... Noch einer ist oder keiner mehr ist. Wir gehen immer nach vorwärts. Anscheinend schießt da gar keiner auf uns. Aber da ist noch einer. Hier hinter. So. Die Dinger sind ganz nützlich, ne? Um ein bisschen. Geht Kommunikation gestört, das ist doch gut. So. Noch irgendwas machen? Dann gehen wir unten weiter. Viele fliegen. Irgendwas stört ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manoval. Also wo wir längst müssen, da oder da? Ah. Okay. Kurz mal warten, bis das Schild wieder kommt. Sie fordern Sandangriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstation. Williams, können Sie was sehen? Da oben ist das, hab ich gleich gesehen. Ist da irgendwie ein Stein drin? Kann man nichts machen.
Trojaner. Kriegen wir nicht so einfach von hier. Da ist er. Okay. Sind schon einige hier, aber... Hey, wie soll man denn da hochkommen? Weg hier, wir selber noch getroffen wird davon. Ja, wir haben alles weg. Gut. Flugzeug unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Raus da, du Affe. Haben leider nur ein bisschen was weggenommen. Oh nein, leg dich wieder auf. Schnell! Ich glaube, ich gehe außen rum. Es gibt verschiedene Wege, aber wir müssen mal gucken, welcher der praktischste für uns ist. Oh, das war hart. Na komm, rum um die Ecke da. Der ist schon weg, okay. Bombenmast am Boden. Ey, Igor, stoßen Sie zu Yaito. Stellung halten. Ein ganzes Schild weggeleacht. Hast du es gesehen? Der Affe. Keinen Schritt weichen. Yaito, zu mir. Shadow muss nahe dran sein. Kann man es mitnehmen? Ich weiß nicht, wo wir hier sind und ich weiß auch nicht, wo wir hin sollen, muss ich zugeben. Wir gehen jetzt einmal hier längs. Gucken, ob hier irgendwas kommt, wo wir irgendwas machen können. Ah, guck mal. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Williams und die Salarianer. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Das denke ich auch. Die müssen da nicht so viel machen.
Hier sind doch ein paar, wie ich gerade sehe. Oh. Eieiei. Vorher später nehmen sollen. Ist mir die Gel. Na egal. Okay, gehen wir hier durch. Ah, guck mal hier. Ein Sicherheitssystem, oder? Sklaven da unten, vielleicht können wir die befreien. Okay, können wir sie hier festnageln? Mist, wir müssen die Lücke schließen. Kommen Sie, Shepard, Beeilung! Echt, da sind die Schiffierungsfertigkeit zu gering, okay. Die müssen wir auf jeden Fall erhöhen beim nächsten Mal. Schade, zu den Wachen kommen wir irgendwie nicht, oder? Zu den Gefangenen? Natürlich gut gewesen. Doch, sind wir nicht jetzt hier? Nee, was anderes, ne? Okay, können wir nicht rein. Können wir die aufmachen? Nee. Nee, können wir nicht. Okay, aber wir können hier runter. Okay. Mein Gott, wir müssen uns echt beeilen. Geschwind, geschwind. Da was rausnehmen, erste Station. Bringt uns da gar nichts, Medigel. Warum kann man irgendwo vielleicht mehr Medigels mitnehmen? Wir müssen mal gucken, ob wir das pushen können ein bisschen. Können wir die aufmachen. Ist hier noch einer Weg? Da können wir nicht durch. Wieso können wir da nicht durch? Hm. Der falsche Weg gewesen zu sein. Können wir nicht öffnen? Ah, so ein Mist. Wir müssen einen anderen Weg gelaufen nochmal. Alle bisschen verrückter geworden da, die Indoktrinierte. Und wo sind wir denn gekommen? Hm, ich glaube von hier. Ich weiß es aber nicht. Sie sind kein Mensch. Und sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, sie zu sehen. Lieutenant Gunther Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein.
Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Ich öffne ihnen die Zelle, aber danach sind sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Okay, hier haben wir befreit. Können wir mehr befreien hier? Keine Bedrohung hier, Commander. Ob sie uns überhaupt bemerken? Warum hat Saren das getan? Es gibt keinen Grund. Nee. Lassen Sie sie, wo sie sind. Also dann, los. Ich wünschte, wir könnten was tun. Wirklich. Ja, wir können nicht, können wir rauslassen, aber wir laufen uns daher und sind vielleicht nur hirnlose Hüllen. Okay. Trotzdem, ich muss gucken, wo wir hin sollen. Wir sind ja noch verkehrt hier. So. Auch nichts mehr machen, ne? Nee. Ah, weg da. Na, hier sind wir reingekommen. Nur einen Weg finden, Navy. Es gab ja noch mehr Wege da hinten. Vielleicht gehen wir die erstmal längs. Hier wollen wir längs laufen. Gibt es noch andere Wege? Hier gibt es irgendwo eine Kiste, die wir öffnen können. Ist hier nicht mehr, ne? Nee. Okay, dann müssen wir nochmal darüber. Na. Ich gehe jetzt mal einfach alle Wege längs. Irgendein Weg wird schon der richtige sein. Jetzt sind wir schon ziemlich wieder am Anfang hier, ne? Ja. Die tun gar nichts. Das kann natürlich daran liegen, dass wir... Aber hier müssen wir hin. Kraftstofftank. Kraftstofftank. Sind das die, die wir zerstören müssen? Ich glaube, die sollten wir gar nicht zerstören. Ich habe hier das Ding ist irgendwie da unter. Warte mal kurz. Muss mal kurz auf die Karte gucken. Das ist eine Etage tiefer, wo wir hin müssen. Okay. So, wir laufen nochmal weiter. Und beim letzten Mal sind wir hier reingelaufen und laufen diesmal hier längs. Hier geht es ja anscheinend wieder zurück, von wo wir gekommen sind. Da geht es irgendwie so einen Berg hin. Da hätten wir von oben wahrscheinlich schießen können, ne? Da oben liegt was. So, nochmal kurz. Jips. Wo geht's denn hier hin? Ist die Frage.
Hier gibt's doch gar nichts. Dann kann man hier runtergehen. Ist irgendwas Geheimnisvolles? Ne. Kann man da noch links laufen? Also hier ist auch gar nichts. So ein Quatsch. Na gut. Hier wieder hoch. So, aber ich glaube, wir müssen auch für heute Schluss machen. Das ist schon ziemlich weit in der Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.